herzlich willkommen hier in Schenkenfelden, wohl am schönsten Weihnachtsmarkt in der Region, Sterngartl, aber auch darüber hinaus. Und da möchte ich nur denen, die gespendet haben, auch sozusagen von meiner Seite her bereits im Vorfeld ein herzliches Dankeschön sagen. Und viel Unterhaltung hier am Weihnachtsmarkt. Danke. Das Bezirksrundschau Christkind Menschen, die es nicht so gut erwischt haben. Heuer wollen wir Josef Hackl helfen und unterstützen. Er ist ein gehörloser Autist, der seit über 10 Jahren in Schenkenfelden in der Lebenswelt lebt. Die Schenkenfeldner kennen ihn bereits sehr gut und er ist ein sehr aktiver Mensch und wünscht sich nicht so sehr wie ein Fahrrad, ein besonderes Fahrrad, ein Paralleltandem. Ich danke auch der Rundschau, dass sie die Idee aufgegriffen hat und ich hoffe, wir bekommen das ganze Geld zusammen, damit wirklich das Therapiefahrrad Realität wird. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für das ganze Team, das in der Lebenswelt arbeitet und einen großartigen Einsatz bringt. Öffnen,
nicht nur das Gast, sondern rein auch in der Öffnung. Und dann haben wir halt auch eins Schmidt in der Zwischenzeit. Und das liegt auf der Gemeinde drüben.